Ich bin in einem idyllisch gelegenen Yachtcamp inmitten einer Kiefernheide in der Nähe der westsibirischen Stadt Kogan. Die Gegend nennt sich Hinter dem Ural. Guter Service und eine angenehme Unterkunft sind hier eine Selbstverständlichkeit. Zwei Köchinnen und ein gut gelaunter Hausmeister verwöhnen meinen Gaumen und lassen kaum Wünsche offen. Ein nahegelegener See dient nicht nur der Eigenversorgung mit Fisch, sondern lädt zum Entspannen, Angeln, Bootsfahren und Baden nach dem Saunagang ein. Der Herbst hat Einzug gehalten und dem Wald ein buntes Kleid angelegt. Doch ich bin nicht wegen der Annehmlichkeiten hier. Das Naturerlebnis und meine Film- und Yachtpassion, oder genauer gesagt die Brumpf der Elche, hat mich in diese Gegend geführt. Zwei weitere Yachtgäste treffen erst eine Woche später im Camp ein. So bleibt mir Zeit, das Revier zu erkunden, das gute Wetter zu nutzen und einige Filmsequenzen im Voraus aufzunehmen. Am nächsten Tag bin ich mit dem Chef des Yachtbetriebes, Pjotr Nikolajewitsch Fedotow, einem Könner der Rufjagd, unterwegs. Zahlreiche Elchfährten und eine frisch geschlagene Brumpfkuhle stimmen optimistisch und sind Anzeichen, dass die Elche aktiv sind. Bald zeigt sich ein Elchtier mit Kalb, lauscht aufmerksam den Rufen. Es verlässt sich vor allem aufs Gehör und den Geruchssinn. Mit der Lockdose, die ein Elch auch auf große Entfernung wahrnimmt, versucht der Guide, den Geweihten aus der Reserve zu locken. Der Elchhirsch antwortet, zeigt sich aber nicht. Am Abend an anderer Stelle. Der Guide gibt sein Bestes, wechselt dabei seine Position, variiert in der Lautstärke und im Tonfall, ruft in alle Richtungen. Zwischendurch bricht er trockene Äste, schlägt und reibt Birkenzweige, schüttelt Jungbäume, streift mit einem Schulterblattknochen im Gesträuch. Dann wird in die Stille gelauscht und auf das noch so leiseste Geräusch geachtet. Doch die Antwort, wenn sie denn kommt, ist leise, manchmal kaum hörbar. Es wird spannend. Jetzt fühle ich meinen Pulsschlag und die Aufregung, die mich in Blitzeseile erfasst hat. Doch der jagbare Schaufler ist misstrauisch, wahrscheinlich noch nicht brunftig genug. Verharrt Minuten regungslos, entschließt sich von dannen zu ziehen. Es dunkelt schon. Wir wollen austesten, ob die Brunft im Gange gekommen ist und wie die Elchhirsche auf den Lockruf reagieren.
Die Zeit vergeht wie im Fluge. Am Sonnabendmittag treffen meine Jachtfreunde Klaus und Cornell im Elchparadies ein. Wir wollen der Jachtleidenschaft frönen und auf fast 20.000 Hektar einem Hirsch nachstellen, der durch seine Urtümlichkeit, seine riesigen Ausmaße, seine respekteinflößenden Erscheinungsform, seines wohlschmeckenden Fleisches und einem schaufelartigen Geweih bei vielen Jägern ganz vorne auf der Wunschliste steht. Am nächsten Morgen bin ich mit der Gruppe Klaus unterwegs. Nach einer Stunde Fahrzeit auf Waldwegen sind wir am Ort des Geschehens und pirschen zum Rande eines großen Moores. Ein Elch antwortet auf die Lockrufe, plötzlich Bewegung im Schilf. Die Spannung steigt. Ein zwar massiger, aber noch junger, circa 3 Jahre alter Geweihter mit geringen Schaufelansätzen tritt aus dem Birkenwuchs. Hahn in Ruh. Seine Decke ist glatt nach dem sommerlichen Haarwechsel, der beim Elchwild nur einmal im Jahr erfolgt. Einige Meter weiter ist ein Elchtier an jungen Kiefern. Dort, wo ein paarungsbereites Elchtier Hahn gelassen hat, schlägt der Schaufler gerne eine Kuhle. Und tatsächlich stoßen wir ein paar Meter weiter auf eine Prumpfkuhle mit frischer Fährte. Der Guide legt sich ins Zeug und benutzt nun mit Passion seinen Hirschruf. Schon antwortet ein Elchhirsch, der sich in nächster Nähe befindet. Äste krachen, der Geweihte bewegt sich recht zügig auf uns zu. Ganz super. Also. Gute Elch. Ja. Genau, degradiert. Учитывая, что розетка большая. Большой? Розетка. Розетка, да, конечно. Die Rosen, die sind sehr stark. Возможно, наоборот, старый. Das heißt, der ist älter, der hat zurückgesetzt schon. Надо зубы смотреть. Man muss die Zähne, also das Gebiss, genau weißt angucken. Du, der hat schon zurückgesetzt? Большой. Большой? Большой, ja.
stark im Wildbrett, sehr stark. Mhm. Wir haben ja noch ein Lebendbild und das können wir noch mal dazu stellen. Von dem? Ja. Wie weit war das ungefähr? Schwarzer Piat, Meter? 25 Meter. Nur Weidmanns Dank sagen an den Elchführer, der auf den Elch gerufen hat, mit großer, großer Ausdauer. Und was der Elchführer alles hört, da träumen wir nur von. Die können auch den kleinsten Laut hier deuten. Das ist sehr, sehr beeindruckend. Und dann kam doch für mich doch etwas plötzlich Bewegung hier rein. Und dann waren auch schon die Enten, die weißen Spitzen zu sehen. Und dann war auch auszumachen, dass es doch ein kräftiger Elch war. Und der Guide neben mir gab mir dann zu verstehen, dass es ein reifer Elch ist, den wir schießen sollten. Tja, und dann ging alles so schnell. Und er trat dann etwas aus dem Dickicht aus. Tja, und wie man das denn so macht, dann lässt man einfach halt hier die Kugel aus dem Lauf. Man lässt sie fliegen, der Elch warf sich rum und dann hörten wir nur noch, wie er dann zusammenbrach, nach meiner Meinung. Und die grobe Richtung, wo wir ihn dahin gefunden haben, passte exakt dazu. Klaus lässt es sich nicht nehmen, die rote Arbeit selbst zu erledigen. Nein, überhaupt nicht. Nee, nur ein bisschen, ne? Nur etwas. Das ist nur vom Morgentau. Im Vergleich zum Rothirsch ist so ein Elch aber ein gewaltiger Brocken, stellt er anschließend schweißgebadet fest. In Gemeinschaftsarbeit mit Hilfe eines langen Seiles und des Schiebs wird der Schaufler auf festen Grund und Boden gezogen. Anschließend wird der überdurchschnittlich massige Wildkörper aus der Decke geschlagen und von den Berufsjägern gekonnt in einstündige Arbeit zerlegt. Nach getaner Arbeit wird in geselliger Runde ein Imbiss eingenommen. Aber herrlicher Morgen. Herrlicher Morgen. Die Sonne scheint, oh. Sommer, aber ganz schön warm ist es geworden. Ist eigentlich zu warm schon. Und der Anblick war auch herrlich. Wa? Auf dieser Entfernung, auf 20, 30 Meter, so eine stolzen Tiere vorzubekommen, das ist schon eindrucksvoll. Und auch nicht einfach den einen Elch, zack, hergehen, schießen, sondern erst einen mittelalten, dann das Tier und dann die Aktivitäten von ihm. Ne? Natürlich nur möglich durch den guten, durch die gute Begleitung. Ja, die Emotionen sind das Wertvollste an der Jagd. Ja. Thank you.
Bei intensiver Bejagung verlegt der Elk seinen Tagesrhythmus in die Nachtstunden und wird heimlich. Das ist in dem nachhaltig bewirtschafteten Revier zum Glück nicht der Fall. Die Rufjagd wird am Abend und am Morgen praktiziert. Beides hat seine Vor- und Nachteile. Bei der abendlichen Jagd lohnt ein Umsetzen meist nicht mehr, wenn der Elchschaufler trotz vergeblicher Mühen nicht erscheint oder für die Erlegung nicht in Frage kommt. Morgens dagegen kann der Standort mehrmals gewechselt werden, sodass sich die Chancen auf Erfolg verbessern. Wenn sich nach 45 Minuten allerdings nichts tut, so meinen die Guides, sollte man den Standort wechseln und es an anderer Stelle versuchen. Die geschlechtliche Erregung des Elchtieres wiederholt sich 2 bis 3 Mal und hält 3 bis 7 Tage an. Ist es nicht mehr paarungsbereit, sucht der Elchhirsch ein anderes paarungswilliges Tier. So wechselt er während der Brunft mehrmals die Partnerin. Ist man zur rechten Zeit an Ort und Stelle, so ist der jagdliche Erfolg mit Hirschruf so gut wie sicher. Das Durchschnittsalter der erlegten Elchhirsche hat sich im Vergleich zu Sowjetzeiten gravierend erhöht, obwohl die Wilddichte noch nicht ganz erreicht worden ist. Damals stand die Fleischjagd im Vordergrund, denn Fleisch war in der Sowjetunion schon immer ein Defizit gewesen. Folglich wurden auch die Elchhirsche nur selten alt genug, um ein stattliches Geweih schieben zu können. Im Zuge der gescheiterten Perestroika herrschten chaotische Zustände in Behörden und Betrieben, verbunden mit einer zunehmenden Knappheit an Gütern und Nahrungsmitteln. Die Reviere wurden jagdlich ausgeplündert, das heißt im Zeitraum von 1989 bis 1991 nahezu leer geschossen. Später erfolgte die Verpachtung auf 49 Jahre. Nach und nach zog wieder Ordnung im Jagdgeschehen ein und es wurde auf eine nachhaltige Wildbewirtschaftung Wert gelegt. Verantwortungsvolle Pächter bekämpften die Wilderei und sorgten für den Anstieg der Wilddichte. Sie entwickelten Vermarktungsstrategien, qualifizierten die Jagdmethoden, fanden bald heraus, dass nicht nur mit Wildbret, sondern auch mit starken Trophäen einträgliche Geschäfte gemacht werden können. Inzwischen ist genug Zeit vergangen und die Abschüsse von zunehmend starken, ja kapitalen Elchen belegen, dass Russland in der Zukunft noch Interessantes für die Jägerwelt zu bieten hat. Das betrifft auch das Schwarzwild. Überläufer werden hier im Schnitt 70 Kilogramm und Keiler bis zu 300 Kilogramm schwer. Die Sauen werden gekürt und vom Hochstand aus bejagt. Um Verluste bei Sauen und Elchen gering zu halten, wird dem Wolf intensiv nachgestellt. Ein Elchhirsch vom zweiten Kopf antwortet auf die Laute aus dem Hirschruf und nimmt Kurs auf den vermeintlichen Rivalen. Er ist bereits geschlechtsreif und beabsichtigt, getrieben von der Neugier und dem Hormonspiegel, das Brunftgeschehen zu erkunden.
Mit seinen reifen Artgenossen legt er sich nicht an, noch ist sein Geweih zu schwach entwickelt. Die weiblichen Stücken scheinen an dem Jüngling ohnehin kein Interesse zu haben. Durch seine Anwesenheit heizt er jedoch den Prumpfbetrieb an und lockt den dominierenden Elchhirsch mitunter aus der Deckung. Wenn der Sechser auch nicht für den Abschuss in Frage kommt, ein Erlebnis ist die Begegnung aller Male. Kann man doch am lebendigen Beispiel die Verhaltensweise der Elche in freier Wildbahn studieren. Elche bevorzugen lichten Wald mit Blößen, Sümpfen, Brandflächen, Kahlschlägen und reichem Unterwuchs. Im speziellen Fall kommt die widersprüchliche forstliche Bewirtschaftung durch private Hand nach der Devise viel herausholen, wenig hineinstecken, dem Wildbestand zugute. Ein vernachlässigter Waldbrandschutz in einem waldbrandgefährdeten Gebiet schafft nahezu ideale Bedingungen, das heißt Esungsflächen und Einstände. Der Wald entwickelt sich zum Naturwald, in dem Weichlaubholz an Birke und Espe zunehmen, die Kiefer sich auf trockenen Standorten natürlich verjüngt und der Anteil an Jungholz besonders groß ist. Wildschadensforderungen, wie in Deutschland üblich, werden hier nicht praktiziert. Kapitaler Elchbulle. Diese Seite hat er 9. 8. Kapitaler 8. Wahnsinn. Wahnsinn. Eine Hammer-Trophäe. Wow. Gute Schaufeln. Ich bin glücklich. Ich bin glücklich. Ja, wa? Oh, ja. Das ist schon das war warm, so aufregend. Mein Gott, toll. Toll, 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 toll. Ist ja geil. Ha? Wir fressen aber auch Schaufel. Mein lieber Mann. Da haben wir gute Schaufel. Ha? Das war ein tolles Erlebnis. Ne? Das war ein tolles Erlebnis, so wie der so ankam. Du. Ja. Oh. Oh. Boah. Ne? Das ist ja mein Herz ging ja. Das war ja so aufgeregt. Ja, ich hab das gemerkt. Ich war ja nun dahinter. Ne? Das war schon heftig. Schade, dass ich noch nicht auf der Kante war, sonst hätte ich den ja noch hätte ich ihn noch aufnehmen können, aber weil da stand ich ein bisschen ungünstig. Aber ist egal, wichtig ist, du warst erfolgreich. Guck dir mal die Lausche an, er hat schon stark am Brumpfbetrieb dran teilgenommen. Ja, aber die sind total mal, der kaputt. Hat hier irgendwie. So. Ja, ja. Die Lausche, wa? Ja, die sind schon total gerissen. Ey, toller Schaufler. Mann, da wir laufen aber auch urische Genossen herum, wa? Ja. Das ist ja ein richtiges Erlebnis. Heute Morgen war noch der Nebel und es war richtig Pumpf heute Morgen. Heute Morgen und gestern Abend war fast nichts. Gar nichts, ne? Da haben wir gar nichts gehört. Haben wir gar nichts gehört. Aber so ist das. So ist das. Das ist eben Yacht. Heute ne? Morgen so. Genau. Ah.
Ist ein tolles Gefühl, wa? Super. Bin nur so überwältigt, mir fehlen so richtig die Worte. Ja, heute Morgen rief der Elchbulle da im Bestand da hinten und zog erst weg. Ich war schon traurig und habe gedacht, oh, der kommt bestimmt hier nicht raus. Aber unser Jagdführer André hat es gut gemacht. Er hat den Hirsch oder den Elchbullen gut anlocken können. Und dann kam er im großen Bogen, kam der Elch wieder zu uns. Und hier auf dieser Fläche sah es toll aus, wie er so rauskam, Geräusche machte, an den kleinen Birken fegte. Mein Herz ging, ich wurde immer aufgeregter, solange das dauerte, desto aufgeregter wurde ich. Und der Hirsch zog dann bis kurz 50 Meter vor der Kanzel und ich konnte dann ihm den ersten Schuss antragen. Revetiert und habe ihm noch 2-3 Schuss geben können, sodass er in Sichtweite bei uns beenden konnte. Ah, Rippe. So. Mama, Sie. Weit was geil. Weit was geil. Mama, Sie. Super. Super. Gut. Это, ну как лось квакал здесь. Ну да, у него самка стоит, поэтому он не вышел. Он вначале пошел? Deswegen ist er nicht rausgekommen, weil ein Tier, ein Alttier daneben stand. Auf Deutsch. Schade. Dabei hat er so schön gemeldet. Ja, das ist Jagd. Wenn es heute nicht klappt, klappt es ein anderes Mal. Если не сегодня, тогда сегодня вечером или завтра. Нет, еще время есть. Мы имеем еще время, не? Благодарю Бога.
Mein Gott! Ist das ein Bulle! Ist das ein Bulle! Oh. Oh. Ich bin fertig. Mein Gott, ist denn sowas möglich? Ein alter, starker Schaufler, wie ich ihn mir immer träumt habe. Also ich bin, weil schon jetzt passiert. Fertig. Also, wo ich die Abdrücke gesehen habe, gab ja wieder das Leere, bis Gerd dagegen, also wie tief die im Sand reingedrückt waren. Ja. Ich habe auch gesehen, dass er gezeichnet hat, ganz gut, und dann war er ja verschwunden in dem Bürg. Und in welche Seite war er, in die Seite oder hier? Uns Madrill Nanas, er hat also zu uns hingeschaut, aber das Haupt war verdeckt durch eine Birke. Galava Bilas Pratschina. Забрёд, поэтому он нас не видел. То есть в эту сторону да, голова была. Да. В принципе, я только здесь видел, поэтому он нас не заметил. Deswegen hat uns also nicht bemerkt. Ne? Das получается выстрел слева. Ja. Влево, влево, aber gesehen hat ihn natürlich Piotr wieder als erster. Ne? Was? Den Hirsch, den Elchhirsch hast du als erster gesehen, die wo Wiedel Berbe. Ja. Und plötzlich stand er da. Wir haben überhaupt nicht damit gerechnet, dass jetzt also. Es ist ja, es war ungefähr um 9 Uhr, haben wir doch nicht mit so einem Elch gerechnet. Nicht? Und plötzlich steht er da wie ein Tor vor uns. Mein Gott, sind das Anblicke gewesen. Ja, какой вид? Как ворота стоял там? Да? Нет, здоровый. Здоровый, мощный. Супер Эльх. Guter Elch. Ja, ich bin auch sehr Super zufrieden. Elch. Ja. Waldmannsheil. Waldmanns Dank. Vielen, vielen Dank. Super, Elch. War ein echtes super. Erlebnis. Ne? Guter Schuss. Guter Schuss. Gute Elch. Sehr gute Elch. Ja. Ja. Alles klar. Wunderbar. Hat sich wieder mal ein Lebenstraum verwirklicht. Ein Elch hatte ich noch nicht erlegt. Mhm. Aber mit so einem habe ich nun wirklich nicht gehofft. Schön. Ja. Kapitalische. Kapitaler Elch. Kapitalische ein kapitales Elch. Tier. Mein Gott. Oh mein Echt. Gott, ja. Ja. Waldmanns Dank, sage ich nochmal. Ja, wir sind hier auf einem Weg zwischen zwei Moorgebieten langgepirscht, auf sandigem Untergrund. Links und rechts sind Rumpfgebiete und es ist hier ziemlich abseits der Wege, sodass hier auch keine Pilzsammler und so weiter herkommen. Und hier hat wohl dieser Elchhirsch, dieser kapitale Elchhirsch, dann seinen Einstand gewählt. Und als wir hier fahren, plötzlich steht er vor uns. Auf 30 Meter. Verdeckt, das Haupt durch eine Birke, der Körper frei. Dann zeigt er sich kurz, ich schaue durchs Glas, sehe ein reifer Hirsch. Steche die Waffe und schieße. Der Schuss sitzt. Waldmannsheil. Der Hirsch geht noch ungefähr knappe 40 Meter und bricht dann zusammen. Dreht noch einen Bogen und bricht dann zusammen. Außer Sichtweite allerdings. Und ist hier in die ewigen Jagdgründe eingewechselt. Das ist schon ein Elchschaufler der Extraklasse, so muss man einfach sagen. Nicht? Mit einer hervorragenden Schaufelentwicklung, langen Enden, wie man sie nicht überall findet, und massigen Schaufeln, die zwar nicht so flach und breit sind, aber dennoch massig und Substanz haben. Also das ist schon so ein Elch, würde man gerne schießen. Nicht. Aber sowas kann man eben hier in diesem Jachtbetrieb bei Sapsan eben antreffen, wenn es Diana so will. Aber die Chance besteht, die Elchhirsche neigen dazu, Schaufeln zu bilden,
recht kräftige und massenreiche Schaufeln. Das ist der Unterschied zu den weiter westlich existierenden Elchen. Wir befinden uns hier hinter dem Ural, das heißt in der westsibirischen Tiefebene, ringsherum Kiefernwald hauptsächlich auf armen Standorten, dazwischen Moore und eben viel Weichlaubholz, siehe vor allen Dingen die Birke und stellenweise dann auch noch die Pappel. Und hier findet der Elch alles, was er benötigt, um sich entwickeln zu können. Außerdem kommt hier noch Schwarzwild vor und auch wenige sibirische Rehe. Ja, ein paar Kilometer weiter, vielleicht 1000 Kilometer weiter, ist dann der Übergang zum sibirischen Elch. Hier haben wir den europäischen Elch. Wir sind praktisch im Übergangsgebiet. Ja, und einen solchen habe ich dann nach 40 Jahren Jägerleben dann endlich mal erlegen können. Waldmannsheim. Это же охота. Это охота. Это дикие условия. Это дикие условия. Валерий зашел, говорит, сюда-то первый раз идем. Говорит, да. Говорит, дикие условия. Вот он, дикарь. Да. Обалдеть. Обалдеть, да. Вот отсюда заснять одни это отростки. Да, да, нормально. Будет скоро у тебя вот такой же. Надо понадеяться. Поздравляю. Aber auch ein Alter, ne? Ja. Wolfgang jetzt? Wolfgang. 9. Такая штучка специальная, да? Wie fühlt man sich so? Ja, immer noch aufgeregt. Das war ja auch eine Vorstellung. Ja, das war wie aus dem Bilderbuch. Ja, ne? Das hat super geklappt heute. Gut. Opa, hat die gewarnt. Ja, gut, das ist super. Тоже. Этот ближе. Ближе вышел. Schaufel, das habe ich gar nicht so gesehen, dass der die Schaufel so voll schön. Und eine gute Färbung hat er auch. Пниха, надо же. Как все. Ja, wir sind hier an der sogenannten Kamtschatka-Kante. Diesen Namen hat der Hochsitz im letzten Jahr erhalten,
Denn von diesem Hochsitz aus wurde der stärkste Elschaufler aller Zeiten in diesem Gebiet erlegt. Mit immerhin 25 Kilo Geweihmasse. Ein besonderes Erlebnis, nicht nur für den Gastjäger, sondern auch für die hiesigen, ansässigen Jäger. Sowas hat es noch nicht gegeben. Und da er also eine dermaßen kapitale Geweihentwicklung gehabt hat, bekam er dann auch den Namen Kamtschatka-Elch und dieser Sitz eben den Namen Kamtschatka-Sitz. Etwas ganz Besonderes, große Freude, große Sensation für die hiesigen Jäger. Von diesem Hochsitz also aus ist er dann dort etwa auf einer Entfernung von knappen 100 Meter erlegt worden, Waldmannsheil. So, das ist die stolze Strecke einer Woche. Hervorragendes Elchwild, starke Trophäen. Diese ist natürlich die absolute Spitzentrophäe dieses Mal. Gewicht wird noch ermittelt. Wir sind alle glücklich und zufrieden, stimmt's? Ja. 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 Klaus? Voll und ganz. Cornel? Voll und ganz. Valeri? Joho, Waldmannsheil. Waldmannsheil.